Willkommen zurück. Jemand muss mir helfen. Ihr gehört mir. Was? Hä? Was? 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 Moment! Ich hab's doch gerade erst gestartet. Wo sind wir? Wo hab ich aufgehört? Ich hab gerade keine Ahnung, wo wir sind, was wir machen. Auf einmal kommt ein Drache. Wir sind in... Wo sind wir denn da? Mortal? Sind wir hier nicht mit der Kutsche hingefahren? Ja, Alter, ich hab nicht mehr eine Ahnung, wo wir gerade sind. Ja, doch. Fail. Warum Drache? Wo ist der? Konnte ich nochmal sprinten, da war ich. Okay, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich bin gerade total baff, Entschuldigung. Ich hätte gerade eben Bully aufgenommen und bin da etwas ausgerastet. Aber der Fokus diesmal wenigstens nicht mich. Der Fokus die komplette Stadt hier. Wo ist er denn jetzt? Da. Auf den Ball. Jetzt Feuerball. Sieht denn nicht viel ab, aber. Drache durchsuchen. Überlastet. Komm, gib mir mal deine Kräfte. Also ich bin gerade echt. Das war Zufall, dass ich beim letzten Mal so extrem perfekt gespeichert habe. Drachenseele aufgenommen. Autsch! Nicht, was ich sagen soll. Horror. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt ist und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Ich kann kaum laufen. Ich würde es kaum glauben, hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Ihr habt so ausgesehen, als wärt ihr wegen etwas sehr aufgebraucht. Die Welt ist in Aufruhr. Und was macht unsere Jarl? Sie versteckt sich und hat Visionen. Wir brauchen eine Anführerin, keine Mystikerin. Okay. Vertraut ihr dem Jarl nicht? Wie könnte ich? Sie spricht nicht mit uns. Sie hat diesem Zauberer Valion gestattet, in unserer Mitte zu leben und seltsame Dinge zu tun. Und nun hört man von Rebellion und Drachen. Wie sollte Idgroth da helfen können? Nein, wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Das solltet ihr euch merken. Ja, ich würde jetzt vor allen Dingen... Bis dann. Hey, warte mal. Worum kümmert sich der? Moment. Worum kümmert sich der ja nicht? Ihr habt bestimmt das abgebrannte Haus gesehen. Seltsame Sache. Dazu kommen noch nächtliche Geräusche aus dem Sumpf. Geschichten von Monstern. Und nun dieser Zauberer in unserer Mitte. Was soll man machen, wenn man sich nicht an seinen Jarl wenden kann? Auf Wiedersehen. Okay. Jetzt würde ich gerne erstmal. Oh je. Ja, gucken, dass ich das verkauft bekomme. Das im Eiltempo. Ah, da fällt mir gerade was auf. Ich könnte doch. Wenn so schlau wie ich bin. Ich muss euch bitten, damit aufzuhören. Dieses Geschrei macht die Leute nervös.
Wird nicht wieder vorkommen. Gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Fail! Sich natzen? Darf ich keine Schreier anwenden? Das ist meine einzige Fortbewegungsmöglichkeit, ihr Schweine. Scheiße. Naja, also ich habe gerade eben eine Runde Bulli gespielt und bin da ziemlich ausgerastet. Das wird man dann in den späteren Parts auch erkennen noch. In so einem Sumo-Ringer-Spiel bin ich tierisch ausgerastet und jetzt dachte ich mir auch, ich habe keinen Bock mehr. Habt ihr schon gehört? Es gab noch einen Drachenangriff. Dieses Mal auf Königshain. Hier gerade gab es einen Drachenangriff, du Witzbold. Spaßvogel. Naja. Gut, also. Kümmern wir uns eben mal eben hier darum, dass wir unsere Sachen verkauft bekommen. Ich hoffe, dass wir das hier auch schaffen. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch einen Drachenseele aufgenommen. Ich weiß nur noch nicht, was uns das genau bringt. Komm schon. Wir haben nicht viel zu bieten, aber dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, hm? Sie hat ganze 107 Gold. Scheiße! Ja. Jetzt habe ich ein Problem. Vor allem, weil wir wirklich viel zu viel haben. Mhm. Ach, das kann doch nicht sein, Leute. Ja, ich suche erstmal irgendwie, bei wem ich verkaufen kann. Da finde ich irgendwie gerade keinen. Beziehungsweise, ich bin jetzt nicht unbedingt auf dem schnellsten Pfad, um herauszufinden. Ja, sammle ich noch ein bisschen mehr ein, damit ich noch ein bisschen belastet bin. So, da hängt ein Schild. Ich hoffe, dass das irgendwie eine Schmiede ist. Es ruckelt gerade, aber das ist mir gerade relativ. Und es ist... Sieht aus wie eine Schmiede, ne? Gucken wir mal. Ich hätte ein bisschen Geld, mehr Geld dabei. Vor allen Dingen ist der gar nicht da. Hä? Ist echt nicht da. Hallo? Hallo? Ich würde gerne kaufen, verkaufen, irgendwas. Ein Laden ohne Besitzer oder was? Muss ich das jetzt verstehen? Geh ich mal in Windeseile hier lang. Boah! Ja, ist ein bisschen um den Nerv geht einem, dass ich weiß, ich darf wohl keine Schrei. Ach, eventuell, weil es zu spät ist. Ach, ich warte jetzt einfach 12 Stunden. Ich will jetzt Sachen verkaufen. Bei dem Typen da. In der hoffentlich Schmiede. Obwohl, das war keine Schmiede. Das sah eher aus wie ein Zaubertrankladen. So, alles wieder hell. Ja, das ist auch eher ein Hexenkessel da oben, der abgebildet ist. So, ist jetzt wenigstens jemand da? Oh, bitte kommt doch herein. Hoffentlich habe ich, was ihr braucht. Ja, Geld. Wenn ihr alchemistische... Werft einen Blick darauf. Die hat immerhin 500, aber das wird mir, glaube ich, auch nicht viel mehr bringen. Nein. Zwei. Drei. Wieso hat die kein... Oh, ist das zum Kotzen? Und ich bin immer noch zu schwer, natürlich. Wie viel zu schwer? Noch 20 zu schwer. Boah, ist das nervig.
Ey, Leute, wenn Händler kein Geld haben, ne? Boah, ich kann ja auch nicht schnell reisen, nichts. Ich kann nichts machen. Bitte bekommt von Jorik keinen falschen Eindruck. Er ist nicht von Sinnen, wirklich. Ich habe Mutters Gabe nicht ganz, aber ich habe auch schon Visionen gehabt. Das stimmt mit Jorik nicht. Mein Bruder ist sensibel. Er kann sich nur schwer auf etwas konzentrieren. Wir haben ihn zum Tempel von Kynaret in Weißlauf gebracht, um ihn von den Heilern untersuchen zu lassen, und sie sagen, er sei völlig gesund. Seid ihr unterwegs nach Weißlauf? Könnt ihr diesen Brief für die Priesterin Danica Reinequelle mitnehmen? Es ist eine Notiz über Joriks Gesundheit. Ja. Ja. Ich danke euch. Bitte, bitte. Jetzt suche ich nur noch einen Laden, wo ich noch was verkaufen kann, und dann, Man sagt, dass die Akademie in Saartal herumschnüffelt. Magier, die sich in Grabstätten herumtreiben. Daher kann sicher nichts Gutes kommen. Ah, doch, doch, ich bin selbst ein Magier, also was willst du von mir? Ich versuch's hier nochmal, ich weiß nicht, wie viel Geld hattet ihr dabei. Ich muss ja nur noch irgendwie zwei weitere verkaufen. Ich muss doch irgendwie es schaffen, ne? Ja, wie viel Geld hast du jetzt? Oder hatte die nur 50 dabei? Ich erinnere mich nicht. Wir haben nicht viel zu bieten. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, hm? 100, na toll. Ja, und da ist ja auch nichts anderes. Ist das nervig. Ach, das ist nervig. Absolut nervig. Auf Wiedersehen. Oh, warte mal. Ich hatte nicht auf der letzten Zeit Gerüchte gehört. Es gibt Gerüchte über einen kleinen Jungen in Windhelm namens Aventus Aretino. Er versucht doch wirklich Kontakt zur dunklen Bruderschaft zu bekommen. Dummer Junge. Hm, interessant. Okay. Bis zum nächsten Mal. Dunkle Bruderschaft. Erinnern wir uns ja noch an letztes Mal. Oh, falsch. Ein neues Gesicht. Welch willkommener Anblick im trostlosen Moortal. Willkommen, mein Freund. Willkommen. Was macht ihr in der Gegend? Ich bin Barde, ausgebildet an der Bardenakademie in Einsamkeit. Wanderer wie ihr sollten in Betracht ziehen, sich dort zu bewerben. Aha. Also gut. Ja, ich habe hier ein kleines Problem. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Also werde ich jetzt leider Gottes. Nee, Waffe eigentlich nicht. Doch. Wert 45. Komm. Und ich soll dann. Danke. So. Endlich wieder können wir laufen. Und deswegen werde ich jetzt auch in. Einmal kurz irgendwo schnell hinreisen, wo ich mal was verkaufen kann. Ansonsten ist das ja hier nicht tragbar. Wo denn zum Beispiel? Hier in Weißlauf zum Beispiel. Da gibt's doch bestimmt irgendwo, wo ich verkaufen kann. Solches zumindest. Und ich werde angeschrieben. Oh, okay. Einen Moment. So. Geht dorthin zurück, wo ihr herkommt.